Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und wir sind unterwegs heute in einem Defender. Und ja, ihr seht schon den Namen Tanky Boy Tim. Nein, das bin nicht ich, sondern das ist der Sohn von Kuno. Der heißt genauso wie ich. Grüße an dieser Stelle. Und er fährt hier in seinem Defender, hatte ich glaube ich schon gesagt. Ah, schön. Ah, Top Tier wollte ich gerade sagen, aber es ist reines Achter-Match. Auf der Karte Highway und ja, drei Artis. Ah, da verzieht man sich natürlich gerne wahrscheinlich mit einem Heavy in die Stadt. Mal gucken, wo ist den Defender hin verschlägt. Ansonsten einmal ganz kurz durchgucken hier die beiden Teams. Ja, sonst kenne ich irgendwie keinen. Und ja, er nimmt hier auf jeden Fall Kurs auf die Stadt. Ist auch relativ clever, wie gesagt, bei drei Artis. Da möchte man ungern irgendwo hier bei. In der 1er-2er-Reihe stehen, quasi im Nordwesten der Ecke. Und ja, ziemlich viele IS-2 am Start hier, also IS-2-2 am Start, 6 Stück insgesamt. Na, hier gleich mal erster Schussversuch auf den Links, der da Radpanzer YOLO-mäßig vorfährt auf die offene Fläche, um irgendwie ein bisschen was aufzumachen. Bisher noch kein Artig Einschlag hier irgendwo zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob der links. Ah, jetzt hat er links was aufgemacht. Schöner Treffer hier aus der Fahrt sogar vom Defender. Aber natürlich ist er auch ein Russe, ne? Der kann sowas. Wenn man dann laut genug noch Russia nebenbei ruft, dann geht das auf jeden Fall. Da der erste Artig Einschlag auf den Tiger 2. Oh, da hinten war auch ein Artig Einschlag auf den IS-22. Der hat, glaube ich, schon 2 bekommen. 600 Schaden, das schafft, glaube ich, keine Arti so schnell. Da hat er bestimmt schon 2 sitzen. Naja, okay, also das eigene Team hier gerade schon mal ein klein bisschen angeschlagen. Geht's in die Stadt für den Tiger 2 mit 74%, IS-22 mit 67%. Aber ansonsten ist hier noch alles Full HP. Und ja, das Gegner-Team hat ihren Spotter verloren. Das ist natürlich eigentlich ein ganz guter Vorteil, denn das eigene Team hat hier ein LP 432. Einer der besten Lights im Spiel, wie ich finde. Ich fahre den mega gerne und ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Ich muss sagen, neben dem Even 90, den Even 90, der ist auf jeden Fall mega gewöhnungsbedürftig, aber ich fahre den auch mega gerne. Der ganz schön viel mega gerade. Sorry. Aber das sind so meine beiden Lieblingslights aktuell. Ja, also hier, jetzt gehen wir mal wieder auf jeden Fall. Nach diesem kleinen Exkurs an Lights einmal zurück. Und zwar auf den Defender. Der hat hier eingefangen, aber konnte mittlerweile auch schon wieder ganz gut austeilen. Hat auch ein bisschen was geblockt schon. Hier der AMX 5100. Jetzt kommt er tatsächlich mal durch. Und hier IS-22 schießt auch nochmal. Aber auch der geht rein. Obwohl er gar nicht so gut angewinkelt steht, muss man sagen. Also da. Das geht noch fast einen Tick besser. Gerade wenn die Gegner von da schießen. Aber es scheint tatsächlich doch zu reichen. Also ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr angewinkelt tatsächlich. Also eher so hingestellt jetzt. Wird aber. Ja. Der Erfolg gibt einem recht, oder wie heißt das noch? Scheint auf jeden Fall mit dem Defender hier vollkommen ausreichend zu sein. Gut, habe ich wieder was dazugelernt. Also das nächste Mal, wenn ich. Ich habe das Objekt 252. Also das nächste Mal, wenn ich das Ding fahre, werde ich mich genau so hinstellen. Und mal gucken, was passiert. Jetzt versucht er hier gerade vorzufahren, aber in dem Moment kommt hier IS-22 wieder durch. Der ist gerade gekettet. Jetzt kann er ihn rausnehmen mit ein bisschen Glück. Jawohl, schönes Ding hier. 3 zu 3 Ausgleich gerade. Tatsächlich hätte ich jetzt vom Gefühl her ein klein bisschen anderes Gefühl gehabt. Also ich hätte gedacht, vielleicht so ein 2-0 oder ein 3-1, aber dass hier so viel quasi. Ah, guck mal, schön, nächster Kill hier. 4-4, jetzt hat er wieder ausgeglichen. Und hier den Low HP IS-22 rausnehmen. Und jetzt kann er den nächsten rausnehmen mit ein bisschen Glück. Nein, der fährt gerade. Ja, doch, hier. Jawoll. Da hat der TS-5 nicht aufgepasst. Der hat, glaube ich, nicht wirklich auf die Karte geguckt. Denn ansonsten wäre er da nicht so hin und her gefahren. Vor allem nicht so weit vorgefahren. Das war schon ein bisschen schlecht. Denn wirklich viel Support hatte der TS-5 jetzt nicht von hinten irgendwo. Den kann er bestimmt auch rausnehmen. Jawoll. Schönes Ding hier. Nächster Kill. Vierter Kill schon. Ja, und jetzt ist halt, ja, so langsam müssen die halt auch gucken, dass sie halt entweder zur Base zurückkommen oder zur Gegnerbase rüberkommen. Denn ansonsten
Oh, wird das hier vielleicht dann doch ein Loose? Ne? Man weiß es nicht genau. Oh, schönes Ding. Oh, ich muss einmal ganz kurz hier was gucken. Ich sehe nämlich gerade, habe ich irgendwo die. Ich versuche mal nebenbei eben in die Statistik reinzukommen. Ich glaube, die habe ich jetzt ganz vergessen auszusuchen. Aber während das noch läuft, ich kann ja versuchen zu kommentieren und halt zeitgleich auch noch Statistik auszusuchen. Jetzt versucht er hier auf den AMX 5100. Ja, oh, der dreht im letzten Moment, macht er noch einen Schlenker. Mega ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Das hätte auf jeden Fall besser laufen können hier. Dem hätte er schön noch einen reindrücken können. Aber gut, manchmal ist das einfach so. Ah, ich glaube, hier ist sie. Sehr gut. So, dann haben wir das. So, sorry, dass das kleine Moment gedauert hat hier. Tatsächlich. Aber, ne, wenn man das nicht gleich ordentlich macht am Anfang, dann kann das halt auch mal so aussehen. Ich wollte jetzt auch nicht groß hier noch irgendwie Pause machen oder sonst irgendwas. Ja, dementsprechend einfach mal nebenbei Multitasking sozusagen. Jetzt könnt ihr nochmal in die Stadt fahren, aber ich glaube, da ist nichts mehr wirklich jetzt rauszuholen. Es sind zwar noch drei Artis plus ein Heavy, aber da müsst ihr, glaube ich, schon einen etwas schnelleren Panzer haben, um hier noch groß jetzt irgendwas erreichen zu können. Leider, normalerweise hat man das ja auch ganz so, die Lorraine zum Beispiel, das ist eine Franzosen-Arti. Die sind ja auch ganz gerne mal relativ flott, was Flüchten angeht. Hätte ja sein können, dass die ihm hier vielleicht entgegenkommt, aber. Leider nein. Er kann bis zum Horizont gucken, quasi keine Gegner zu sehen. Und da vorne, ja, vielleicht gibt es hier noch ein klein bisschen was. Aber es sieht sehr, sehr schlecht aus. Denn da vorne ist ja auch schon der T26 E4, der Super Pershing. Und er schreibt hier in den Chat: Let me one, please. Also. Eint quasi zum Krieger. Mal gucken, ob das Team hier mitspielt. Wahrscheinlich eher nicht. Denn Random Teams sind ja meistens so, dass sie. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und ja. Wie gesagt, in der letzten Runde, glaube ich, das war ja mit dem Skoda T50, da war tatsächlich mal ein bisschen Kommunikation im Teamchat. Das war ja von J-Rexa. Und hier könnt ihr aber sehen, passiert nicht wirklich viel. Er guckt jetzt nochmal hier unten. Aber ich denke mal, der Super Pershing hätte hier sicherlich schon die Artis aufgemacht, hätten sie hier gestanden. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie halt rübergefahren sind, dass sie irgendwo jetzt bei A4, A5 oder sowas stehen oder A3, je nachdem, wann sie losgefahren sind. Beziehungsweise die Franzosen-Arti, die könnte auch schon locker bei A1 stehen. Die ist ja auch relativ flott. Nichtsdestotrotz hier auf jeden Fall schon mal eine schöne Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob der T44 da jetzt durchkappt oder nicht. Aber wenn man sich das mal so anguckt, 3200 Schaden, 1270 geblockt. Zwar kein Support-Schaden, aber ich sag mal, war auf jeden Fall eine solide Runde und hat hier auf jeden Fall seinem Team hier den Sieg gesichert mit 5 Kills, 5 Kanonen rausgenommen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Nummer, denn wenn man halt die Gegner in der Stadt nicht flankiert, dann kann das da auch mal ganz, ganz lange dauern. Und er hatte hier halt das, auch ein bisschen das Glück, dass die Gegner einfach. So, der TS5 zum Beispiel, ne, der hat überhaupt nicht darauf geachtet. Und jetzt schreibt hier tatsächlich einer im Chat noch Defender Last Kill. Aber nein, der Prot muss ihn hier rausnehmen. So, vielleicht kriegt er jetzt da oben noch den GW Panther. Jetzt muss er leider noch nachladen und auch den. Der ist halt nicht. Ist ihm nicht gegönnt. Schade, schade, aber hier Nazar 674 und Baba Venga. Also, wenn man solche Leute im Team hat, die nix, glaube ich, ja. Da kann man auch nicht so viel erwarten. Nichtsdestotrotz gucken wir jetzt einfach mal auf die Übersicht. Die schiebe ich jetzt hier einmal rein, weil ich sie gerade eben vergessen habe aufzumachen. Zack, so, ganz hier voll Fade in.
auf billig gemacht. So, gucken wir mal. Mit Defender, gute Runde, doch den sechsten Kill vom Team nicht gegeben. Ja. Leider, leider, das war ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, ansonsten trotzdem eine sehr gute Runde. Und er hat hier nochmal geschrieben, helfe, aber mir wird nicht geholfen. Thanks. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Kann ich verstehen, dass man da so ein bisschen gefrustet ist. Aber nichtsdestotrotz, eine schöne Runde von dir. Es ist gar nicht der Defender gewesen. Ach doch, ja klar. Ja. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. So, 3201 Schaden, 5 Kills, 1109 Basis. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Runde gewesen hier. Und im Detailed Report gucken wir mal. Er hat 14 Mal geschossen, 9 Mal getroffen, 9 sind durchgegangen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr guter Wert hier. Und vor allem auch den einen aus der Fahrt getroffen auf den Links. Das fand ich auch ziemlich cool. Dann hat er hier. Wurde 8 Mal getroffen und davon ging nur 2 Schuss durch. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert, aber wie gesagt, so mit dem Objekt oder dem Defender, wie auch immer, erwartet man das eigentlich auch, dass man hier genau solche Werte hat. Ja, und dann können wir hier noch sehen, er hat 7 Gegner gesichtet, er hat 6 beschädigt, 5 zerstört, ist 2,57 Kilometer gefahren und hat tatsächlich hier einen richtig fetten Gewinn noch mit rausgeholt. Ne? 127.229 Credits für knapp 9 Minuten. Das ist auf jeden Fall schon gut. Damit kann man sehr gut leben, würde ich sagen. Und ja, vielen Dank fürs Einsenden, Kuno. Und wie gesagt, wenn ihr wieder was habt, dann immer gern her damit. Und natürlich noch in eigener Sache, wenn ihr ein Replay habt, ansonsten, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir zukommen, rob2k@web.de oder schreibt mich in-game an, flens1980. Hier Twitch-Banner zu sehen, sonst auch noch. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ansonsten kommt hier irgendwann auch noch ein Abonnieren-Button. Da könnt ihr gerne mal draufklicken, wenn ihr halt keine Replays mehr verpassen wollt. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Replay oder beim nächsten Let's Play. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt. Mal gucken. Sehen wir uns wieder. Und ich bin jetzt erstmal raus. Wünsche euch allen einen schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das guckt. Und bis demnächst. Ciao, ciao.